So. Ja, ich bin noch mal in 19 drin. Ich wollte es jetzt wissen. Ja, das sind schon die ersten, die es nicht gibt. In 22.1. Die gibt es hier, glaube auch etwas breiter, oder? Meine ich zumindest, dass die was breiter ist. Was ist der Deutsch? Ich kenne mich schon gar nicht mehr großartig aus hier. Und was es hier alles für Details gab. Kennt da 22 ja gar nichts mehr von. Du warst dich zum Öffnen, dann warst du es. Genau, die war das. Ach, was es sich alles in 19 gab und in 22 nicht gibt. All die ganzen Details, ah, Hilfe. Ich habe meinen Controller noch nicht. Der kommt morgen. Was mache ich mit dem Trecker? Geht schneller. Was es noch gar nicht in 22 gibt, ist er hier. Der Trans 90. Wo ist der? Warum wird er uns vorenthalten? Weil er so gut ist? Der kann nämlich alles. Alles quer durch die Bank. Alles kann der. Haben wir den deswegen noch nicht? Selbst der konnte weniger. Und der noch weniger. Das sind die Standardsachen. Und dann kommen die richtigen. Vor allem er hier. Ach ja. Ach ja. Wo schon mal dabei sind. Grimme. Das ist nur der 470er. Habe ich ja einen gar nicht. Der alles für Optionen hat. Farbauswahl, naja. Darüber kann man sich streiten. Innenraum. Na? Sogar die Motorleistung konnte man erhöhen. Das kennt der 22er überhaupt nicht. Reifenwahl. Eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben.
kennt 22 überhaupt nichts von. Naja, typisch 22, das ist der größte Müll. Nächstes Thema, Kreiselegger. Ich wusste nämlich, es gibt sie in 8 Meter Breite. Ich wusste es. Nicht 4 und 6 Meter, sondern 6 und 8 Meter Breite. Und mit Optionen. Denn auch das gibt es in 22. Null. Die haben wir. Aber auch nur ohne Optionen. Naja, also 22er, das ist echt ein Armutszeugnis. Absolut. Gucken wir mal bei Sätechnik. Ich muss das mal hier auseinanderklamüsern. Da. Die KMH-Zahl, was der in 22 alles kann, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Es dauert was, bis das drin ist. Was der hier an Optionen hat. In Hülle und Fülle. Da kennt der 22 überhaupt nichts von. Absolut null. Reifenvariante. Das ist das, was ich meinte. Wo macht er jetzt was? Breitreifen? Ja, das haben sie, glaube ich, auch reingedrückt. Na, wo macht er jetzt was hier? Standard. Breitreifen? Der hat das Bandlaufwerk, das weiß ich doch. Lichtkonfiguration und, was das Ding hier nicht alles hat. Aber ich meine, der hätte Bandlaufwerk gehabt. Das weiß ich doch noch. Halt. Nö, hat er denn nicht? Weiter. Ja, das dauert immer jetzt. Da sind etliche Verzögerungen drin hier. Ja, ich dachte, die wäre mit Bandlaufwerk gewesen. Was aber fehlt. Da bin ich echt bald schon ein bisschen stinkig drüber. Ist die da. Die fehlt. Ist zwar schmal, nur was an die 7 Meter. Ja, 7 Meter. Die in eine Nummer größer. Die wäre genial in 22. Aber werden wir wahrscheinlich gar nicht nie kriegen. Die wird wahrscheinlich nie kommen. Glaube ich nicht schon. Das war der Kleinkram. Ich weiß selber gar nicht mehr, was hier alles ist. Mähdrescher.
Hier, solche Kleinigkeiten fehlen auch noch. Das gibt's auch noch nicht in 22. Wird's doch nicht geben. All das und auch hier die ganzen kleinen Dekos, die noch dazugehören und ach. Das war mein Haus, ne? Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, die zwei waren noch alle begehbar. Weil hier nicht alles an Dekos dran ist. In der 22er überhaupt nichts von. Vielleicht hier ein Schlafzimmer mit Bad. Auf der anderen Seite auch, so war das. Genau. Ach ja. Der gute alte 19er. Viel detailreicher als in 22. Ja, sowas gibt es in 22 auch nicht. Ihn da. Glaube ich auch nicht. In 22 hat man dann nur einen pisseligen Trigger und das war's. Für All-in-One zu verkaufen. Was war das hier eigentlich? Eisdiele oder? Ne, Eisdiele war da hinten. Hüttenbude, ne? Mit Preisschild und allem was. Dekos hier ohne Ende. In der 22er überhaupt nichts von. Das ist schon peinlich. Hier selbst an Häusern, die man hinstellen kann. Ich kann hier überall Lichtschalter. Und rundherum hat das Ding Lichtschalter. Gibt es in 19 Jahren nicht. In 22. Die eine Beleuchtung nicht einschalten kann. Oh, ist windstill. Ja, hier konnte man sich noch vernünftig Wege anlegen. Da ging das alles noch. Ja, auch die Stelle. Viel geschmackvoller als in 22. Ach, hier sind sie doch. Und das müsste das 8 Meter breite sein, was sie uns in 22 absolut vorenthalten. Da gibt es nur 6er, 4 und 6. Und hier 800, 8 Meter. Gibt es in 22 nicht. Natürlich mit Konfiguration hier. Trans 90 fehlt, der Kuhn
IT26 fehlt. Ach, da fehlt so vieles, ey. Hier. Kuhstall. Sieht doch viel geschmackvoller aus als wie 19. 22. Phoenix. Keine Eisenbahnhupe. So pisselig waren sie hier 19 nicht. Wenn es so weitergeht, gehe ich auch wieder auf der Bahn. Und drei Achsen, die lenken können. Drei. Und kein Gelblicht. Normales Licht. Und auch keine Unterbodenbeleuchtung. Hatten sie 19 alles nicht nötig. Und 4 Elefants. Ja. Deko auf eine Kuhweide. Der rote Tanker dahin ist auch nur Deko. Sowas gibt es in 22 gar nicht. Und überall so Ladach drauf. Und da steht das Schmuckstück. Lizard SSM Full 4115. Wo ist das Ding? Ach ja. Und platzsparendes Wegstellen. Kriegt ihm noch schön eine davor, ohne dass die Deichsel stört. Gibt es in 22 alles nicht. Auch ihn, der den coolen IT26 fehlt auch. Ist nur der kleine, die kleine Badewanne da, nicht die große wie hier. All das fehlt noch. 122er ist fast ein komplettes Jahr draußen. Viel fehlt nicht mehr. Das ist ein Armutszeugnis für 22. Da fehlt noch so vieles.
Hier gab es den Hühnerstand noch mit Förderband und allem. Sowas wird man in 22 vergebens suchen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier die Werkstatt hoch überhaupt. Ich sehe die gerade nicht. Ja, die hatte ich ja mal. Selbst die Windräder hatten oben die Beleuchtung. 22 ist dafür viel zu blöd. Da kennen die nichts von. Ja, das ist hier so etwas, was ich nicht wegkriege. Da war ja was hier. Da ist irgendwas drunter begraben, keine Ahnung. Richtig weg. Ach, die Geräusche, wenn man im Wasser schwimmt, sind hier. Besser als in 22. Manchmal sind nämlich gar nicht zu hören oder nur halb oder manchmal hört man laufen. Naja. Das 22 stolpert sich so durch. Und hier gibt es auf jeder Map auch den Zug. Ja, das 19 aber besser. Wenn er nicht mal so oft abstürzen würde. Also Giants ja fluchtartig verlassen das Spiel. Ja, den crasht meistens nur noch. Also da haben sie echt noch alles bis ins Kleinste gemacht mit Details und was nicht allem. Natürlich auch Katastrophen wie hier. Silo auf dem Trigger, was natürlich immer ganz lustig ist. Naja. Hat auch jemand nicht alle Sinne beisammen gehabt. Schade, schade, schade.
Dienstzeit gibt es dann nicht mehr, aber okay. Mittlerweile kann man darauf verzichten. Hey, wo ist der überhaupt? Was ist Sadi hin? Sadi, wo bist du? Put, put, put. Wo ist der? Kann er nur hier drin sein? Ja, da ist er ja. Ja, sowas gibt es nur in 19. Nicht in 22. Ja, die gute alte Zeit. Mit dem konnte man Tiere füttern. Dem konnte man alles machen. Der konnte hinten rauslassen, der konnte eine Seite rauslassen, der konnte eigentlich alles. Hinten, rechts und links konnte der auslassen. Ja, sowas gibt es nicht. In 22. Aber da nicht alles reinging. Der konnte alles machen. Von Scheiße bis Futter geht da alles rein. Alles. Nicht was uns in 19 in 22 vorsetzen. Da konnten die Leute noch was. In 22 haben sie es irgendwie komplett verlernt. Aber komplett. Als wären in 19 die Profis dran gewesen und in 22 die Anfänger. Die Mods produzieren. Aber wo ist der Trans 90? Den will ich bald in 22 sehen. Sonst gehe ich hier wieder rüber. Tonner. Bandlaufwerk. Überladerwagen. Wo alles reingeht. Restlos alles. Von Weizen bis Scheiße geht da alles rein. Alles.
Und vor allem. Und sie jetzt wieder? Da oben. 8 Meter. 8, nicht 6. 8 Meter hatten wir hier. Und das hätte ich auch ganz gerne in 22 wieder. Und nicht die pisseligen 6 Meter. Das gibt es allerdings auch. Aber das fehlt. 8 Meter. Und vor allem mit Optionen. Da gibt es so viel hier. Die gibt es nicht. Ne, die waren das. Die da. Diese Badewanne gibt es da auch nicht. Die ja, aber die nicht. Ach, da gibt es so viel. Ach nee, Kinger. Was da nicht alles noch fehlt. Viel zu viel. Ich geh gleich wieder raus.